Also ein oranges Kästchen soll noch auf unserem View als Child View erscheinen. Oh, das klingt ja magisch. Für die, die eben das noch nicht so genau mitbekommen haben oder das einfach nochmal sehen möchten, ich gehe hier auf Step 3, ich dupliziere einfach das Verzeichnis, dann haben wir eine Kopie und das wird der Step 4. Ja, damit für euch immer die einzelnen Steps alle unangetastet sind und zum Video passen. Und dann kann ich hier in den Step 4 gehen, auf unser Projekt, rechte Maustaste öffnen mit Xcode 9 und dann geht das Ganze schon los. Ja, nicht erschrecken, ich habe den Simulator vom letzten Mal einfach stehen lassen. Das ist nicht schlimm. Sieht ja auch super sexy aus, muss man sagen. Also, und schon geht unser Projekt wieder an der Stelle auf, wo wir zuvor auch waren. Und wir sehen unsere View-Controller-Szene, eben dieses ich sag mal Ding hier, was ja tatsächlich mit unserer Klasse hier, dem ViewController Swift, in Verbindung steht. Ja, wollen wir uns doch vielleicht an der Stelle mit dem lustigen Pfeil hier beschäftigen und was könnte es denn damit auf sich haben? Schaut mal hier, wenn ich diese ViewController-Szene anklicke und gehe auf den Attribute-Editor, dann gibt es hier so ein kleines Häkchen isInitialViewController. Ja, und wenn etwas der InitialViewController ist, dann bekommt das auch diesen Pfeil und das zeigt uns dann im Storyboard, wenn das Main-Storyboard verwendet wird, um deine Anwendung hochzufahren, dann wird dieser Controller, wo der Pfeil dran ist, verwendet, um quasi zu starten. Ja, das ist jetzt der Startpunkt unserer App. Ist natürlich bei nur einem View, den wir hier ohnehin haben, nicht so prickelnd. Wir werden das dann später noch sehen. Wenn wir mal mehrere Views haben, kann man sich nämlich sehr einfach auswählen, wo die App starten soll. Das ist besonders dann praktisch, wenn man jetzt irgendeinen tieferen View hat, an den man erst über ein paar Klicks herankommt. Wenn das vom Programm her möglich ist, kann man das mal kurzfristig als Initial View Controller machen und dann startet die App gleich mit dem. Also das nur mal so vorweg, weil mir gerade hier dieser Pfeil so aufgefallen ist. Und ja, Leute, es gibt halt viel zu erzählen und viel zu erklären. Ich hoffe, ich bring's locker rüber. Schaut euch die Videos an, hört sie euch später nochmal an. Man muss ja nicht immer noch auf den Bildschirm gucken. Und dann bleibt das auch schon bei euch im Hirn haften. Ich meine, das, was ich kann, das könnt ihr in Kürze auch. Und wenn ich immer sehe, was meine Kunden für Apps machen, dann darf ich auch euch nur sagen, das, was ich kann, könnt ihr in Kürze viel besser. Und da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Also, wir wollten ein oranges Kästchen machen. Wir wollten ein Subview machen. Okay, dann gehen wir doch mal auf unseren View-Controller und gehen hier wieder auf unseren View. Und dann schauen wir mal hier drüben in unserer Werkzeugpalette. Da finden wir nämlich hier unten viele, viele tolle Sachen. Eine Segmented Control, ein Text, ein Slider, ein Switch. Ach, was wir ja alles noch besprechen werden. Wunder, wunder, wunderschön. Und irgendwo am Ende müsste es so etwas haben wie ein View. Ja, so, und jetzt ist natürlich die Frage, muss man wissen, wo das steht, dass man es findet? Nein, Apple typisch, und ich gehe nochmal nach oben, hat es natürlich hier unten einen Filter. Und wenn ich jetzt so etwas wie View suche, dann sollte ich am besten auch View tippen. Ja gut, sind immer noch sehr viele. Wie wär's mit UI View? Okay, und dann bleiben auch nur noch drei übrig und dann findet man sein Objekt relativ schnell. Naja, man muss halt wissen, nach was man sucht. Okay, jetzt wollen wir also so einen View mit Drag and Drop hier auf unseren View-Controller fallen lassen. Und dann machen wir das mal und den legen wir da mal so oben hin. Ja, und jetzt habe ich gesagt in diesem Video, das Ding soll orange sein. Jetzt müssen wir uns aber vorher mal ein bisschen was anschauen. Hier ist ein View, das ist der, dem wir die Farbe blau gegeben haben, unser View des View-Controllers. Und jetzt schaut mal hier eine Ebene tiefer, quasi
da drin gibt es jetzt noch einen View und das ist genau das, was ich beabsichtigt habe. Das ist nämlich ein Child View, also ein View, der innerhalb dieses Views nur lebt. Ganz wichtig, das ist verschachtelt. Und diesem View können wir nach wie vor im Attributinspektor Farben vergeben. Was hatten wir gesagt? Ein schönes Orange. Bitteschön, da ist es. Und jetzt wollen wir das vielleicht so als Kästchen machen. 100 mal 100. Ja, was? Punkt, Pixel, Zentimeter. Kommen wir noch drauf? Müssen wir nämlich tatsächlich einiges zu erklären. Ich klicke also diesen View an. Wir gehen mal auf den Size Inspector und ich sage tatsächlich, pass mal auf, du bist 100 breit und 100 hoch. Und das hier sind sogenannte Punkt. Ja. Und jetzt ist es eben so, unsere Displays haben eine verschieden breite Auflösung. Das alte iPhone 3 und 4 und 5 hatte zum Beispiel in der Breite 320 Punkt. Und die Höhe war schon unterschiedlich. Ihr wisst, das 5er war ja höher als ein 4er. So, und dann ist schon die Frage, ja, wie stelle ich das denn da? Und meine App soll doch super sexy aussehen, gerade auf meinem iPhone 4S oder 5S besser. Und da kann ich dann auch schon mal was zeigen. Denn ihr seht, dieser View wird jetzt momentan gezeigt als View für ein iPhone 7. Dann klicken wir da mal drauf. Ach, ist das schön. Und dann könnten wir ja hier mal klicken als iPhone SE oder hier mal klicken als iPhone 4S. Seht ihr, wie toll das ist? Ja, und bis zum iPad, ne? Bis zum 12er Zoll iPad, dem schönen. Hier, da, 12,9 Zoll, riesig. So, hier kann man schon mal so eine Ansicht wählen. Auch da steckt wieder mehr dahinter, als nur mal kurz die Displaygröße hier zu ändern. Aber immerhin haben wir uns das schon mal angeschaut. So, nun liegt hier angeblich ein oranges Kästchen, ein View innerhalb eines Views. Und diesem View haben wir mal gesagt, du wärst 100 breit und 100 hoch. Und über die Schieberei, und wir haben das hier mal an diese blauen Linien angedockt, kam es dann zu den X- und Y-Koordinaten, die wir im Moment nicht weiter betrachten. Gut, wollen wir doch mal gucken, ob denn unsere Aktion hier auch von Erfolg gekrönt ist. Und wenn wir das dann auf unserem Simulator laufen lassen, der ja schon da ist, dann müsste er jetzt etwas schneller auch kommen. Und dann startet die App und wir sehen hoffentlich tatsächlich hier auf unserem iPhone einen blauen Hintergrund mit einem orangen Kästchen. Ach, ist das schön. So, haben wir also mal einen ersten Child View erzeugt. Und damit wir richtig begreifen, was da abgeht, machen wir im nächsten Video noch ein Child View. Aber das mal wieder vom Code. Einfach, dass ihr das immer versteht. Aha, da ist eine Klasse, das ist ein View, da kann man nur mal so, wie gesagt, Swift programmieren und da erklären wir noch, aber nur mal so zum Gucken. Also dann bis gleich zum nächsten Video.